Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Gelb. Ja, ich habe gestern aufgenommen und ich habe mir gedacht, komm, nimmst du heute nochmal auf, vielleicht kriege ich es ja heute sogar durch. Hab zum Glück genug Zeit. Ja. Und mir ist eben gerade aufgefallen, als ich das hier gestartet habe, dass diese komische Melodie, die da im Hintergrund läuft, also dieses. Also diese kurzen Töne erinnern mich an irgendein Lied. Das lief auch, glaube ich, mal bei Dr. House. Und da hat er Dr. House so getan auf seinem Tisch, als ob der Klavier spielen würde. Nicht dieses, sondern dann, wenn da halt dieses Klavier einsetzt. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Lied heißt. Ich habe so ein Moment. Also ich habe so ein Buch, das nennt sich Die kleine Hausapotheke und da stehen dann auch, glaube ich, die Titel drinne, die gespielt werden. Und ich glaube, in dem Buch sind die ersten drei Staffeln drin. Also müsste das irgendwann in den ersten drei Staffeln gewesen sein. Aber na gut, wir werden jetzt hier nochmal alles absuchen. Und hoffentlich ja, zu was kommen. Ich hoffe mal, dass das nicht irgendwie unsichtbar ist oder so. Aber okay, ah, oh, was war denn hier nochmal für Dinger? Rülps. Ich habe mir heute Schoketten gekauft. Für Kinder mit Milch und Kalzium. Schmecken lecker, habe ich schon fast die ganze Tafel gefressen. Ah, Mann. Okay. Da liegt vielleicht irgendwie auf dem Tisch irgendwas. Ich habe gerade schon wieder so ein Ding genommen. Ich finde bei den Schoketten so geil, dass man das nicht kaputt brechen muss. Wie halt bei normalen Tafelschokoladen. Fukano. Okay, hier ist mal nix. War hier unten schon ein Schalter? Was war hier oben? Können wir uns irgendwie ins Bett reinlegen oder so? Ich nehme mir gerade noch eins. Okay, hier ist schon ein Schalter. So, jetzt haben wir den Schalter gedrückt. Oh Mann, ich habe jetzt noch zwei Stücke. Ich glaube, die werden jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten draufgehen. Ach genau, ich habe den Schalter gedrückt. Ich war gerade überlegen, was ich hier mache. Okay, ich glaube, das hält noch nicht mal die nächsten 5 Minuten, ey. Das ist übrigens schon der 106. Part. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Oh, wir kommen hier rein. Aber hier ist nichts.
Ja, dann gehen wir halt einen Stockwerk nach oben, ne? Also hier ist auf jeden Fall nichts. So. Schalter lassen wir erstmal Schalter sein. Gegen den haben wir ja schon gekämpft hier. Die Tür kannst du mittels Schalter schließen oder öffnen. Mhm. Ja, letztes Stück. Das ist halt so lecker, ne? Und irgendjemand hantiert da draußen mit dem Laubgebläse. Es wäre nicht ganz gut, wenn ich hier kämpfen würde. Die haben ja alle so hohe Level. Dann könnte man hier noch ein bisschen uns noch vorbereiten auf die Arena. Ich schätze mal, die werden so Level 60 haben oder so. Und da sind wir mit 40 ein bisschen UP, underpowered. Das Buch, haben wir das schon gelesen? 10. Juli, wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Ja, haben wir schon. Das zu. Aber das kriegen wir mit dem Schalter auf. Ach Mann. Zum Glück ist das nicht ganz so groß hier. Wie zum Beispiel in diesem Kraftwerk. Ich bin mal gespannt, was der hier für Pokémon hat. Also der Typ in der Arena. 5. Juli, der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Im Dschungel. Warum? Föp! Oh, das bekämpfen wir. Ach Mann, du mit deinem Kakuzuki. Mein Wasser ist jetzt auch leer. Super, alles leer. Keine Schokolade mehr. Kein Getränk mehr. So. Ja, dann legen wir mal einen Schalter um. Der war doch hier links irgendwo, ne? Ja. Da muss er noch davor stehen. Ein versteckter Schalter. Das hat es jetzt auch gebracht, ne? Das hat gar nichts gebracht. Doch, da oben die Tür, wo man die Treppe hoch kann. Die ist offen.
Die hier. Dann gehe ich erstmal hier unten die Treppe hoch. Das ist halt so quasi der normale Weg irgendwie für mich. Ein Auto! Guten Tag. Ich frage mich, wo mein Partner wieder steckt. Waren wir hier schon? Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Na gut, hier geht's schon mal nicht weiter. Dann gehen wir hier hoch. Komische Leute machen komische Geräusche. Okay, Level 40. Ich glaube, jetzt wird Lars aber sterben. Ich hätte auch Fliegen machen können, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ach, Rudenschlag ist super. Puh. Nein. Oh Gott. Ja, sehr schön. Gehen wir erstmal hier in die offenen Räume rein. Das Lustige ist, dass diese Rattenviecher alle irgendwie Level 40, 37 sind und die Schleimviecher irgendwie nur so 26. Run. Ja, ja. Okay, hier ist auch vorbei. Sollen das jetzt eigentlich so komische... So Deckenbruchstücke darstellen, diese komischen Dinger, die da am Boden liegen, oder ist das irgendwas anderes? Irgendwie Kunst oder so. Ah, was haben wir denn? 41? Ach, der Dave, der könnte mal was machen hier. Lululu. Oh nö. Ne, pumpt sich auf oder? Okay, es pumpt sich auf, das ist schön. Aufpumpen kannst du ruhig, du Luftpumpe. Yay! Nice! Das heißt also, so wie ich das jetzt erfahren habe, dass der Dave zuerst erstmal die 300 Punkte kriegt und dann werden diese 300 Punkte nochmal auf die anderen aufgeteilt. Finde ich merkwürdig, aber okay. Und auf mich geht das dann auch nochmal, weil der Dave hat eben gerade auch nochmal Punkte gekriegt. Also auf mich, in Anführungszeichen. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken? Ja, wer würde es nicht tun? Okay. Du kommst nicht weiter? Spring einfach da drüben herunter. Oh. Mist, ich muss mal hier wechseln. Ach, Quatsch. Dave. Weil Dave kommt so langsam ran. Ganz langsam. Und dann haben wir alle ungefähr irgendwann mal auf dem gleichen Level.
Fitzelchen, ne? Fußkick. Gdisch. Ach so. Jetzt habe ich verstanden, warum da jemand 80... Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen zu wechseln. Das war, weil Christoph und Dave beide draußen waren, deswegen haben die beide 80 bekommen. Nee, du lässt mich jetzt meine Ruhe und ich wechsle jetzt erstmal meine Pokémons. Der Dave tauscht mit dem Lars. Passt zwar jetzt nicht mehr, aber Lars ist eh tot. Dude. Jo. Gut. Schön, dass da auch irgendwo steht, dass man da runterfallen kann. Außer, dass der Typ mir jetzt gesagt hat, dass man da drüben runterspringen soll. Na gut. Hätten sie einen Pfeil hinmachen sollen oder so. Aber hier will ich ja gar nicht hin. Ich gehe mal auf der anderen Seite. Also ich muss jetzt erstmal wieder nach oben. Dann auf der anderen Seite runtergehen. Die war, glaube ich, zwei breit. Ich hoffe mal, dass sie uns nicht in zwei verschiedene Plätze bringt. Ich muss angreifen, nicht mal weglaufen. So. Ist das hier oben noch? Nee, ich habe umgestellt. Dann tut das, glaube ich, auf allen Ebenen umschalten. So, Lars. Dave. Hau mal raus hier. Oh nein. Nicht sterben. Ich glaube, ein Geowurf hätte auch gereicht, aber gut. Ich finde, die hätten das nicht so speziell machen sollen. Sondern einfach nur so von wegen, ja, EP werden mittels EP-Teiler verteilt oder so. Das wäre besser gewesen. So. Links oder rechts, links oder rechts. Okay. Ich hoffe, der quatscht nur mit uns. Weil sonst wäre das lustig, dass der Zufallskampf vor Dings hat. Heißt das jetzt quasi, dass wir aus dem Fenster gesprungen sind? Flugzeug draußen oder Heli oder was weiß ich. Ja, ja. Okay, Zufallskämpfer haben Vorrang. Wer bist du? Er hat niemand etwas zu suchen. Wer bist du denn für einer? Ein Laborant. Ein Forscher. Elektroball. Ah, Level 29, also bitte. Immer Stärke. Ich hasse diese Attacke. Es ist schön, dass ich jetzt noch EP bekomme. 42, 42, 41. Alex ist dran. Aber Smokmok. Schmokmok. Schmok. Hier
hier, der Alex könnte auch mal wieder neue Tacken. Tacken! Nicht Attacken, sondern Tacken erlernen. Irgendwie so, weiß ich nicht. Irgendwas Besseres. Und da draußen ist irgendein Ding. Ach komm! Oh, 42. Müssen wir irgendwas Neues erlernen? Bitte. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, sonst wäre das jetzt direkt gekommen. Autsch. Ein Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Hm. Ist das da der Schlüssel? Das da. Carbon. Och, komm. Na, ich hau ab. Aber die Pflanzen, die sind mir... Weiß ich nicht. Ich muss die jetzt alle abtüdeln. Weil die sind mir nicht ganz koscher, wie die da stehen. Oh. Ratzfratz. Oh, ein Fukano. Fukano. Okay, da ist sowieso schon mal Ende. Oh, da geht's weiter, okay. Okay, hier ist nichts. Schade. Dann gehen wir erstmal hier oben weiter. Ah! Ich glaube, wir sind im zweiten. Ne, im ersten. Oder. Ha! Ersten oder zweiten Stockwerk und hier unten ist die Tür, ne? Ist auch offen. Wie sowas hasse, wenn sowas keinen Sinn macht. Ach, lieber nicht. Ja, ich habe auf B gedrückt. Ist das B? Ja, es ist B. Der war noch gedrückt. Oder ich habe gerade wieder auf B gedrückt. Das kann natürlich auch sein. Ich habe mir nämlich jetzt schon angewöhnt, immer auf B zu drücken, wenn ich das weiterlese. Okay, dann machen wir mal hier. Irgendein Huhn hat draußen ein ganz komisches Geräusch gemacht. Oh, das war gut. Ah ne, es ist ein Kind. Man hört es vielleicht. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, es wäre ein Huhn. Beim zweiten Mal habe ich mir gesagt, Katze? Aber dann war es dann doch ein Kind. So, ich springe jetzt hier direkt mal auf der linken Seite runter. Dann sehen wir direkt, ob da irgendwie was... Nö. Gibt keinen Unterschied. So, dann gehen wir hier runter. Ich wollte gerade sagen, wieder so ein riesiger Raum, aber es geht ja. So, Level 26. Oh, 41. Das ist mal ganz was Neues. Dann machen wir hier auch mal direkt Ende mit dem Vieh. Aber ist das eigentlich nicht total Komprimator? Ich bin so klein. Oh, ich habe sogar noch getroffen. Okay. Fuck. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte.
Scheint dir doch was größer hier zu sein, ne? Okay, wir gehen erstmal hier unten rein. Tagebuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Warum hat er mich nicht hier angesprochen? Wer bist du denn? Ach, ein Dieb. Fukano. Ich finde, die hören sich recht ähnlich an. Vom Ruf her. Also nur, dass Christoph halt was tiefer ist. Aber war schon sehr ähnlich. Ponita, das war dieses Dreckspferd. Ich mag Pferde nicht, die sehen so komisch aus. Und ich finde es auch total dumm irgendwie, dass sie einfach so nach hinten austreten, wenn man hinter denen steht. Einfach weil sie Bock drauf haben. Weil sie denken, oh, ich kann mir ja wehtun da hinten. Statt dass das Pferd erstmal guckt, was da ist, wird einfach getreten. Autsch. Die sagen ja alle Autsch. So, was ist das hier? TM14. Na, ich werde wahrscheinlich ein paar TMs wegschmeißen müssen. Jetzt gucken wir erstmal. Oh, das ist noch ein TM. Nee, eine TM, ein Item. Wofür ist denn der Schalter da? Oder müssen wir den Schalter bedienen und dann nochmal nach oben gehen? Das kann natürlich sein. Ach, komm hier. Weil hier unten war nur diese eine Tür, die keinen Sinn macht. Oder war da noch irgendwo anders eine Tür? Und ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Was überhaupt nicht, ey. Dann wird das halt ein längerer Part jetzt. 27 Minuten. Ja, aber wir machen hier mal Schluss. Und ich, mach dann mal den nächsten Part gleich. Bis denne!